Okay, die nächste Technik ist Sasae mit der Vorbereitung Osoto Gari. Unser Gegner ist auf den Osoto Gari vorbereitet und reagiert sehr stark. Das nutzen wir aus, um ihn dann über unseren Fuß zu werfen. Die Reaktion meinem Gegner ist, wenn ich hier reingehe, er geht voll nach vorne. Ich antizipiere das und werfe ihn dann über mein rechtes Bein. So, also, ich tue so, als würde ich mit Osoto Gari angreifen. Links ein großer Schritt. Ja? Die Arme gehen schon in die Wurfrichtung. Als nächstes drehe ich meinen Oberkörper und ziehe die Arme in die Wurfrichtung. Also, ich fintiere, ich mache eine Finte mit Osoto Gari. Dazu ganz wichtig der Armeinsatz und das linke Bein. Als würde ich hier angreifen wollen. Ja, also wichtig. Bam! Er weicht aus. Bam! Bam! Wichtig beim Sasae, dass der linke Fuß ein wenig rotiert ist, ja, in die Wurfrichtung. Also wir greifen erst so an, hopp, er weicht aus, hopp, jetzt werfe ich, stelle meinen Fuß hier rein und blockiere deinen linken Fuß, ja.